Kathi Hendricks, Sie haben heute mit Leverkusen gegen Wolfsburg gespielt. Gute erste Halbzeit und dann zweite Halbzeit. Was passiert? Ja, also wie Sie schon gesagt haben, wir haben gut ins Spiel gefunden, waren für unsere Verhältnisse auch sehr ruhig am Ball, hatten ein gutes Aufbauspiel, haben dann auch zum Glück das 1-0 geschossen. Ja, dass wir dann in der zweiten Halbzeit so nachlassen, war natürlich nicht geplant, aber da denke ich, ist auch die Klasse, die Wolfsburg einfach besitzt, hervorgekommen. Und ich denke, dass sie auch, vielleicht nicht in der Höhe, aber dass sie gewonnen haben, denke ich, war dann auch im Großen und Ganzen dann auch verdient. Ja. Mhm. Ist das auch die verdiente Meister in Deutschland, in die Frauenbundesliga? Ja, auf jeden Fall. Also man muss neidlos anerkennen, dass Wolfsburg momentan die dominierende Frauenmannschaft ist. Sie haben natürlich sehr gute Einzelspieler und funktionieren aber auch als Team sehr gut. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist die Meisterschaft mehr als verdient. Mhm. Wie wichtig ist, dass Wolfsburg die Champions League Finale spielt für Deutschland? Ja, ich denke, das ist sehr gut für Deutschland, dass sie das Land da gut präsentieren werden. Ich denke, mit Lyon haben sie einen sehr schweren Finalgegner, aber ja, wenn sie das abrufen können, was sie bisher auch in der Bundesliga gezeigt haben, dann denke ich, ist auf jeden Fall was zu erreichen für die Mannschaft. Mhm. Gehen Sie gucken nach Stamford Bridge? Nee, ich werde, denke ich, nicht zum ins am Stadion. Fernsehen. Genau, am Fernsehen, denke ich, werde ich das mir anschauen auf jeden Fall und dann ja, der deutschen Mannschaft die Daumen drücken. Und wie war die Saison für Sie mit Bayer Leverkusen? Jetzt sind Sie nicht wie letzte Jahre. Schön für nächstes Jahr alles okay? Ja, also ich denke, dass wir uns so von Woche zu Woche gesteigert haben, haben leider auch ein paar Punkte liegen lassen in Spielen, wo wir, denke ich, auch hätten gewinnen können oder zumindest noch ein Unentschieden rausholen können. Aber ja, im Großen und Ganzen, denke ich, können wir darauf aufbauen, was wir bisher uns erarbeitet haben. Und wir schauen positiv und voller Hoffnung dann in die Zukunft und auf die neue Saison. Ja, und Sie bleiben in Leverkusen? Ja, mein Vertrag geht noch bis 2014 und bis zu diesem Zeitpunkt werde ich auch noch hier bleiben. Okay, danke, viel Spaß. Jo, danke auch.